Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Legend. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Weg zu Takamoto, heißt er, glaube ich. So, und wir wollen hier rüber. Frage ist, wollen wir hier wirklich schon rüber oder soll ich mich mal runterfallen lassen? Denn vielleicht ist hier ja noch was, was versteckt. Da drüben sehen wir auch schon so einen Fensterputzeraufzug. So, mal gucken. Doch, da sehe ich doch was. Da sehe ich doch was. Hier. Wie habe ich das letztes Mal kaputt gemacht? Nicht so, nicht so. Oh, ist doch dumm. Hier, Lara, kannst du hier runter zielen? Oder so. Vielleicht muss ich das auch so machen. Ich habe mich natürlich schön selbst verletzt jetzt dabei, aber nun gut. Okay. Dann müssen wir, glaube ich, wieder nach vorne, damit wir von oben weiter springen können. Sie läuft ein bisschen lahm. Ich würde auch gern ein bisschen schneller hier laufen können, aber ich glaube. Ich glaube, das geht nicht. So. Uiuiui. Okay, und hier. Drücken Sie Z. Scharfschützenmodus. Hab ich den? Ah, doch. Den habe ich. Nee, den habe ich nicht. Oh, zerbrechlich. Oh, zerbrechlich. Ich hätte gern den Scharfschützenmodus. Oh, okay. Ich habe ihn aber auf einer dummen Position. Tja, das ist wirklich ein bisschen doof. Das ist. Naja, gut, okay. So kann. Ah, ja, okay. Doch, geht, geht, geht. Geht, geht, geht. So, noch einmal schwingen. Rotwaffen, blau Magnethaken, grau außer Reichweite. Okay. Ich könnte auch mein Lichtchen wieder ausmachen. So, und dann ziplinen wir da cool rüber. Yay! Wuhu. Cool. So. Dann komm mal her, bitte. Oh, wir müssen dann drüber springen, ne? Wow, okay, gerade so geschafft, gerade so. Okay, wir wollen jetzt aber eher rüber, ne? Wir wollen so um die Ecke. Ah, wir wollen dahin. Und dann wollen wir um die Ecke. Oh Gott. Ja, so langsam wird es ein bisschen komplizierter hier. Aber das ist ja auch irgendwie cool. So, dann komm du noch mal her. Springen wir gleich drauf. Springen wir gleich drauf und ist da hinten dann der Haken? Weil ich habe den jetzt ja nicht hier zum Schwingen gebracht. Doch, das geht. Das geht, das geht, das geht. Und wir kommen hier um die Ecke. Wunderbar. So, noch einmal schwingen und dann sollten wir rüberkommen. Wunderbar. Cool. Hi. Wir warten mal. Wir warten mal, bis ihr da hinkommt, wo ich irgendwas antriggern kann. Hier, Hund, Hundi, 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 Hundi. Ah. Scheiß Hundi. Ich muss mir auch wirklich das angewöhnen mit den Granaten. Hier wimmelt es von Yakuza. Ja. Na, dann sollten wir das einfach ändern. Ja, wir ändern das einfach, damit es hier nicht mehr von Yakuza wimmelt. Ich guck auch mal, ob es da noch irgendwas mit rauskommt aus den coolen Lampen.
Aber nicht so wirklich, ne? So. Gibt's hier sonst noch irgendetwas, wo ich hin könnte? Ich sehe jetzt direkt nichts, aber gut, jetzt mit diesen ganzen Magnethaken gibt es halt auch viele weitere Möglichkeiten, wo man so hin könnte. Wobei ich glaube, hier habe ich wirklich nichts gesehen. Aber das kann natürlich auch täuschen. Nächster Kontrollpunkt oder auch nicht? Nein. Gut, wir gehen erst einmal runter, würde ich sagen. Da ist noch was drin. Wir werfen da vielleicht wieder eine Granate hin. So. Doch, das hat funktioniert. So. No smoking. Ja, das ist kein Problem für mich hier. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Wir sind in Japan. Wir haben ein Goldschatz, vier Silberschätze, drei von sechs Bronze. Wo sind sie? Sie wissen doch, dass du da bist. Die sehen wir noch früh genug. Ja, wahrscheinlich. Kann ich hier rein? Hier kann ich rein. Okay. Da ist auch jemand. Wir schleichen uns mal hin. Oh, shit. Oh, nein. Fuck. Ihr seid richtig heftig drauf hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hui. Das ging richtig gut ab hier, Leute. Ich glaube, ich muss ein bisschen vorsichtiger werden. Kann ich hier nicht Es gibt immer öffnen? einen Weg, Sip. Nee, kann ich nicht öffnen. Okay. Ja, es gibt immer einen Weg. Okay. Schade. Ich dachte, sie kann die aufmachen. Ah, doch. Doch, doch, doch. Okay, also muss ich da wirklich eine Granate hinwerfen? Naja, gut, ich werde mir das angewöhnen, dass ich die benutze. Was bist du hier? Ein lustiges Panel. Hier haben wir einen Kühlschrank. Kleine Küche, aber nicht wirklich gut ausgestattet. So. Und sonst könnte man hier noch mal rein. Hier gibt es aber nichts Spannendes. Hier ist noch was drin. Okay, dann werfen wir hier noch mal eine kleine Granate hin, würde ich sagen. Oh, das war voll falsch. Ich wollte die hier reinwerfen. Okay. Schön, und der Computer brennt. Ach ja, ist das nice. Das ist doch richtig schön. Okay. Dann gehen wir wohl mal hier hoch oder auf der anderen Seite. Nö, nicht auf diesen Seiten. Nee. Leider nicht. Okay. Komme ich bestimmt doch irgendwie rein, oder? Ah, ja, klar. Okay, und jetzt Scharfschützen mäßig das hier anvisieren. Okay. Und dann fällt das ganze Ding runter. Sie hat noch nie gern fern gesehen. Sie hat Ihnen einen Gefallen getan. Vielleicht lesen Sie es mal ein Buch. So. Meine Lieben, ich nehme euch hier mal eure Sachen ab. Ich könnte auch ein Medipack nehmen, dann kann ich das hier mitnehmen. Und gucke mal. Das sieht
sieht doch auch irgendwie komisch aus hier, oder? An der Wand? Da ist bestimmt irgendwas. Da ist bestimmt irgendwas. Hallo, ich sehe das doch. Ich sehe das doch, dass da was ist. Auf der Seite ist das nämlich nicht. Wie komme ich da hin? Beziehungsweise, was ist da? Was ist damit? Das sieht doch auch irgendwie so aus. Das könnte ich damit was machen? Verdammt, hier ist irgendwas an der Wand. Ich kann damit nicht interagieren. Sie will... Okay, wenn sie es normal anschießt, passiert nichts. Ich kann natürlich noch mal eine Granate hinwerfen. Passiert aber auch nichts. Das bringt nichts, aber da ist irgendwas. Ha, verdammt. So, hier ist ein Seil. Kann sie da hoch? Nee, das ist ja viel zu weit oben. Gut, dann würde ich sagen... Da könnten noch mehr sein, Lara. Sei vorsichtig. Ah, ja. Was für ein wundervoller Abend. Oh, oh, du weißt, was das bedeutet. Und mir wird auch schon übel. Okay, sie will nach oben klettern. Ich kann jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr zurück, ne? Nein, natürlich nicht. Doch, 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 doch. Doch, sie geht zurück. Sie geht tatsächlich zurück. Ich wollte nämlich auch noch mal hier ein bisschen durch das Gebäude. Huch, ist da jemand? Das war ein komischer Sound, den ich da gehört habe. Swoosh, swoosh. Irgendwie sowas. So... Von hier können wir hier hin. Okay, cool. Was machen wir hier so? Kann ich da mich irgendwie festhalten? Wahrscheinlich, ne? Ah, da ist was Silbernes. Da ist was Silbernes. So, dann werfen wir da doch nochmal eine Granate hin. Holen uns etwas Silbernes. Waren das jetzt schon? Ne, 4 hatten wir hier, glaube ich, ne? 2 von 4, 4 von 6. Ja, naja. So ein bisschen zumindest kriegen wir die Sachen. Ich bin der Meinung, da bei der... bei dieser Wand ist auch noch was. Aber gut, wenn wir es nicht hinbekommen, dann bekommen wir es nicht hin. So ist das Leben. Oder wir müssen von der anderen Seite hingucken, von draußen. Kann auch sein. Mit dieser Tür hier können wir nichts mehr machen, ne? Ich will hier nochmal gucken, ob wir scharfschützenmäßig was machen können, aber anscheinend nicht. Weil es irgendwie so aussah. Gut, aber wir müssen ja sowieso dann klettern draußen. Irgendwas ist immer noch hier. Irgendwas ist doch immer noch hier. Wir können auch unseren tollen Modus hier mal anmachen. Interagieren-Taste, genau. Da ist nichts. Okay. Ja, wenn da nichts ist... Sagst du mir was zu der Tür? Ja. Oh, das ist ziemlich cool. Okay, er sagt mir, ich kann damit interagieren, aber das ist gut, genau, wenn ich mir nicht sicher bin, ob da was ist, dann kann ich ja immer mein nettes Fernglas nehmen. So, da können wir hochrutschen. Hier ist sonst erstmal nichts. Hier sehe ich auch nichts. Nichts schimmern oder so. Da unten kamen wir her. Da ist die Brücke, okay. Na dann mal los. So, und du kannst jetzt... Ach, du musst wahrscheinlich da hinten erst ran, ne? Da ran und dann um die Ecke und dann hoch. Okay. Das machen wir doch. So.
Dich drehen wir um. So, und da gehen wir hoch. Nächster Kontrollpunkt schon erreicht. Kannst du den nicht so bekommen? Nee. Ah, Lara, bleib oben. Wieso kriegt sie den da noch nicht? Doch. Okay, festhalten und weiter nach oben. Diesen schönen Neonlichtern, die auch diesen tollen Sound machen. Finde ich sehr schön gemacht. So, da ist eine Stange. Ist da noch irgendwas? Nee, ne? Sieht jetzt nicht so aus. Ich habe keine Höhenangst, Alistair. Aber mir wird davon speiübel. Das habe ich hier in Bolivien auch gesagt. Ich versuche nach oben zu schauen, aber ich muss mich konzentrieren, wenn ihr erlaubt. Ja, ja, ich muss mich konzentrieren hier, Leute. So, wo geht's denn jetzt hin? Du kannst da vielleicht an die Stange. Wow. Und dann geht das ganze Teil nach unten. Dann müssen wir wieder uns umdrehen. Ja, dreh dich mal bitte um. Nee, um. Nein, nein. Lara, umdrehen. Nein, nein. So, und dann. Nee, das war falsch. Aber ja, genau. Ja, nein, nein, nein. Schon so, ja. Nein, das war falsch. So, dann möchte ich jetzt so bitte schwingen. Oh, man weiß dann immer nicht in der Steuerung, muss man jetzt vorwärts oder rückwärts? So, kann ich denn jetzt da rückwärts springen? Ja, wir können es. Wir können das und kriegen das hin. So, ich könnte hier theoretisch auch noch runter, aber das bringt mir nichts. Okay. Okay, hier an den Seiten sehe ich auch nichts. So, an jedem darf ich nur einmal bleiben. So. Das war gut. Da drin sind natürlich mehr von unseren Freunden. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir rein. Wenn wir dürfen. So, und die nächsten. So, da ist noch was drin. Oh, das hat nicht. Das war nicht in Reichweite hier. Du bist aber in Reichweite. Okay. 5 von 6. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Irgendwas mit den schönen Bildern auch nicht. Damit ist was. Sieht instabil aus. Okay. Yay. Sehr cool. Ist hier mit dem Bild was? Nee. Okay. Hier mit dem Bild was? Nein, mit dem auch nicht. Okay. So. Ist hier sonst irgendwas? Ich schätze, das hält nicht viel aus. Okay, ja, toll. Können die kaputt machen, wenn wir wollen. Vielleicht ist auch irgendwas drin.
Nee. Okay, wir können noch hier rein. Kannst du jetzt hier zugegen? In der Theorie ja. Okay, und dann gehen sie so langsam auf. Ja, guck mal, was haben wir da? 3 von 4, ne? Muss ich den... Okay, der geht dann wahrscheinlich einfach gar nicht auf. Das lässt sich sicher bewegen. Das lässt sich bewegen? Ach so. Okay. Also irgendwie geht es dann doch auf. So, sollen wir hier schon durch? Hier geht es wahrscheinlich gar nicht durch, ne? Ist irgendwie ein Aufzug oder so. Gut, dann gehen wir doch mal da hinten weiter. Kontrollpunkt. Bewegen. Warte mal. Siehst du das Geschütz da hinten? Ja, denkst du, es ist eine Falle? Allerdings, sieh dich vor. Wo war das Geschütz? Das Kügelchen ist ein klitzekleines bisschen zu groß für dich. Sie weiß, was sie tut, Kumpel. Ja, ich weiß, was ich tue. So sieht's aus. Mhm. Überwachungskamera. Waffen, okay, auch gut. So, das heißt, wir werden die Kugel jetzt benutzen, um uns zu schützen hier. Wahrscheinlich. Das nenne ich Kunst mit Form und Funktion. Kann ich das Ding irgendwie auch abschießen? Nee. War scharfschützenmäßig? Nee. Geht nicht. Okay. Okay, das war's, ne? Das war's. Du kommst mir nicht mehr hinterher. Hoffentlich. Okay, ich glaube, ich kann die Kugel loslassen. Außer wir wollen sie da auch noch benutzen. Weiß ja nicht. Vielleicht. Sicher ist sicher. Oder kommen wir damit noch irgendwo hin? Nee, ne? Ich glaube nicht. Geschafft. Bist du schwer verletzt? Halb so schlimm. Ja, ja, ich bin schwer verletzt. Ich bin ganz schwer verletzt. Da geht's rein. Okay. Ach, da muss ich auch hin. Okay. Sie hätten nicht kommen sollen. Das ist mein Reich. Keines ihrer vermoderten Gräber. Erzählen Sie mir von dem Schwert, Takamoto. Was ist damit? Was fasziniert Sie daran so sehr, Miss Croft? Zeigen Sie es mir, dann sage ich es Ihnen. Ihre Beharrlichkeit wird Sie noch umbringen. Okay. Seid ihr beide tot? Ich glaube schon. Okay, Takamoto ist entkommen. Was jetzt? Wir folgen ihm. Okay, wir folgen ihm, aber erst möchte ich schauen, ob es hier noch was zu holen gibt. Das sieht doch aus wie eine Tür. Nee? Nein? Okay. Ist das nur zum Ziehen? Oder... Das ist doch was hier. Nein? Echt nicht? Achso, da muss ich ja das Ganze einmal einschlagen. Reicht das schon? Nee, reicht noch nicht, ne? So, jetzt aber.
Ich bewundere deine direkte Art, Lara. Ja, ja, die direkte Art ist manchmal gar nicht so schlecht. Okay, und kann ich den jetzt auch noch hier langziehen in die andere Richtung? Dass der da reinkommt, aber wir kommen da, glaube ich, von innen auch hin. Oder sie guckt ja noch so hin, ne? Willst du das Seil haben? Okay. Wir wollen da jetzt noch nicht durch. Ich will erstmal hier schauen. Lässt sich das bewegen? Lässt sich das bewegen. Okay. Vielleicht. So, die schönen Waffen. Hm, kann ich die hier auch öffnen? Nee. Ich will die aber öffnen. Ich will hier voll mit meinen Füßen wieder gegentreten. Nee. Geht anscheinend nicht. Okay. So, müssen wir da hinten irgendwie noch hin? Können wir da hinten hin? Nein. Okay, wo können wir denn dann hin mit dem Ding? Wo gehörst du hin, mein Lieber? Da ist eine Platte irgendwie komisch hier oben. Nee, ne? Irgendwie nicht. Was machen wir damit? Soll ich das hier runterwerfen? Vielleicht? Eventuell? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist damit. Ja! Ja! Gold! Gold, 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 Gold! So, dann haben wir doch jetzt... 1 von 1 Gold, 3 von 4, 5 von 6. Ja, gar nicht so schlecht. Keinen Respekt. Sie brechen in mein Haus ein. Töten meine Männer! Ich habe nur Stellen abgebaut. Jetzt kümmere ich mich noch um die Inventur, wenn's recht ist. Sie meinen das hier? Das bedeutendste Stück meiner Sammlung. Wie meinen Sie das? Ganz einfach. Ich sammle Objekte toter Engländer. Dieses hier gehörte einem Kreuzritter. Er soll sogar einer von König Artus Rittern gewesen sein. Ich weiß nicht, wie es in den Besitz dieses Narren kam, denn es stammt aus einer Zeit vor dem 11. Jahrhundert, als ihr Volk noch in Lehmhütten lebte. Und deshalb würden sie lieber sterben, als es mir zu geben. Nein, deshalb! Ihre Bewegungen okay. Sind Ausdruck ihrer Verwirrung. Ja, ja, ja. Was ist jetzt mit ihrem bloßen Mundwerk? Dieses Mal haben sie nicht so viel Glück. Habe ich ihre Neugier befriedigt? Dann werden sie nun sterben. Okay. Jetzt ihre Dummheit. Es war dumm, hierher zu kommen. Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit. Ja, ja. Habe ich Ihre Neugier befriedigt. Dann werden Sie nun sterben. Was ist jetzt mit Ihrem losen Mundwerk? Erkennen Sie jetzt Nein. Ihre Dummheit. Hoch, 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 hoch. Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit. Was ist jetzt mit Ihrem losen Mundwerk? Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit. Dieses Mal haben Sie nicht so viel Glück. Was ist jetzt mit Ihrem großen Mundwerk? Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer Verwirrung. Komm schon, Junge. Es war dumm, hierher zu kommen. Dieses Mal haben
Artefakt gehört mir. Dieses Mal haben Sie nicht so viel Glück. Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit. So, spring, spring, spring. Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit. Ja, komm, zeig dich einfach, Junge. Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit. Dieses Mal haben Sie nicht so viel Glück. Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit. Komm, komm, komm. Dieses Mal haben Sie nicht so viel Glück. Dieses Mal haben Sie nicht so viel Glück. Was ist jetzt mit Ihrem losen Mundwerk? Oh, komm, Junge. Verstehen Sie nicht mit Rob? Das Artefakt gehört dir. Dieses Mal haben Sie nicht so viel Glück. Ihre Bewegungen sind Ausdruck nein, Ihrer nein, Verwirrung. Nein. Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer ja. Verwirrung. Er ist stark. So bist du denn so stark, Junge? Da bin ich Ihre Neugier befriedigt. Da werden Sie uns sterben. Was ist jetzt mit Ihrem bloßen Mundwerk? Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer Verwirrung. Was ist jetzt mit Ihrem bloßen Mundwerk? Was ist jetzt mit Ihrem bloßen Mundwerk? Schütz dich mal hier hinten, bitte, wenn es geht. Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer Verwirrung. Da bin ich Ihre Neugier befriedigt. Ja, wenn man einmal aus dem Rhythmus raus ist, dann ist es ein bisschen blöd. Dann werden Sie uns sterben. Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer Verwirrung. Dieses Mal haben Sie nicht so viel Glück. Was ist jetzt mit Ihrem großen Mundwerk? Nein, nein. Das Artefakt gehört mir. Verstehen Sie nicht, Miss Croft? Das Artefakt gehört mir. Da bin ich Ihre Neugier befriedigt. Dann werden Sie uns sterben. Was ist jetzt mit Ihrem bloßen Mundwerk? Verstehen Sie nicht, Miss Croft? Das Artefakt gehört mir. Da bin ich Ihre Neugier befriedigt. Dann werden Sie nun sterben. Deshalb sind Sie doch hier. Da bin ich Ihre Neugier befriedigt. Ja, ich bin deswegen hier. Ich will sterben. Betteln Sie um Ihr Leben. Betteln Sie um Ihr Leben. Will ich nicht. Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer Verwirrung. Shit, ja. Ich weiß. Okay, ich würde sagen, beim nächsten Mal schaffen wir, oder? Probieren wir es nochmal? Komm, wir probieren es nochmal. Einmal. Verstehen okay. Sie nicht, das Artefakt nein, ich verstehe hier. Gar nichts. Habe ich Ihre Neugier befriedigt? Dann werden Sie nun sterben. Es war dumm, hierher zu kommen. Was ist jetzt mit Ihrem bloßen Mundwerk? Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit? Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit? Es war dumm, hierher zu kommen. Habe ich Ihre Neugier befriedigt? Dann werden Sie uns sterben. Was ist jetzt mit Ihrem bloßen Mundwerk? Was ist jetzt mit Ihrem bloßen Mundwerk? Habe ich Ihre Neugier befriedigt? Dann werden Sie uns sterben. Habe ich Ihre Neugier befriedigt? Dann werden Sie nun sterben. Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer Verwirrung. Dieses Mal haben Sie was ist jetzt mit Ihrem losen Mundwerk? Ich glaube, so ist am besten einfach immer Ihre Bewegungen sind laufen. Ausdruck Ihrer Verwirrung. Verstehen Sie nicht, Miss Croft? Das Artefakt gehört mir. Ja, 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 komm, 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 komm. Mach ihn fertig, mach ihn fertig. Was ist jetzt mit Ihrem losen Mundwerk? Verstehen Sie nicht, Miss Croft? Das Artefakt gehört mir. Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer Verwirrung. Deshalb ja, komm, wir machen ihn fertig. Dieses Mal haben Sie nicht so viel Glück. Es war dumm, hierher zu kommen. Ja, ja, komm. Es war dumm, hierher zu kommen. Habe ich Ihre Neugier befriedigt? Die Dokiri yes. Zur Hölle mit Ihnen. Okay, das ist es. Hast du gesehen, wozu es fähig ist? Ja, das habe ich, Alistair. Draußen wartet nicht im Helikopter auf dich. Hervorragend. Richte ihm aus, dass er der Größte ist. Ich bin sehr froh, Sie hier zu sehen.
Die Freude ist ganz meinerseits. Was ist mit Takamoto? Wo ist er? Kommt ganz darauf an, ob er brav gewesen ist. Ich habe übrigens James Rutland aufgespürt. Willst du auch gerne? Klar, ich bin dabei. Afrika ist einer meiner Lieblingskontinente. Gut, und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir gucken uns natürlich noch an, was wir so als Kostüm Neues haben. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!